Es haut wunderbar hin. Auch der Lastzustand geht hoch, Kühlwassertemperatur, absolut genial, bin begeistert. Ja Leute, Mahlzeit, grüß euch. So, heute soll es mal darum gehen, wie kann ich bei einem Auto, wo keine Kühlmittelanzeige vorhanden ist, diese nachrüsten. Zuerst die Frage, warum eine Kühlmittelanzeige? Ich persönlich finde es schon wissenswert, ob der Motor jetzt auf Betriebstemperatur ist oder nicht. Oder zum Beispiel, wenn ein Defekt am Kühlsystem vorliegt, kann man das vorzeitig erkennen. Zum Beispiel, das Thermostat geht kaputt und es wäre ständig der große Kühlerkreislauf geöffnet, kann man das über die Temperaturanzeige relativ schnell mitbekommen. Oder wenn der Motor zum Beispiel zu heiß wird. Da ich jetzt ja bald vorhabe, das Kühlwasser abzulassen und neues Kühlwasser aufzufüllen, welches einen höheren Frostsicherheitsgrad hat, ist es auch nicht schlecht, da eine Kühlmittelanzeige zu haben, um zu überprüfen danach, ob der ganze Spaß wieder ordentlich funktioniert. Die Hersteller begründen das damit, dass keine Kühlmittelanzeigen verbaut mehr werden, dass der Fahrer nicht mit unnötigen Informationen überflutet werden soll. Kann ich auch verstehen, die meisten werden damit wahrscheinlich eh nichts anfangen können, vor allem Frauen nicht, ohne das ist böse zu meinen. Aber ich finde das ganz gut. Und ich bin auch ein bisschen Technikfreak, also ich mag die Spielereien auch. Ja, wenn wir jetzt keine Kühlmittelanzeige haben, wie bekommen wir eine rein ins Fahrzeug? Gibt es drei Möglichkeiten. Entweder man liest die Kühlmitteltemperatur aus dem Motorsteuergerät aus, so wie es quasi vom Fahrzeug schon selbst ermittelt wird. Oder man benutzt ein Anlegethermometer, da kann man an den Heizungsrohren quasi ein Anlegethermometer anlegen. Das ist relativ ungenau, soll aber auch laut einigen Leuten ziemlich gut funktionieren. Oder man macht es ganz professionell, man baut in das Kühlwassersystem direkt einen Temperatursensor ein und liest daraus die Werte aus. Also die letzten beiden Varianten sind mir persönlich zu umständlich. Ich habe mich dafür entschieden, den Wert zu benutzen, der schon quasi im Steuergerät vorhanden ist. Man kann auch dadurch gleich noch mehrere Werte auslesen. Man muss sich dafür nur an die Diagnoseschnittstelle vom Fahrzeug hängen. Im Allgemeinen ist das eine ODB2-Schnittstelle. Und da gibt es verschiedene Geräte, die man verwenden kann. Unter anderem Bluetooth-Dongles, die man einfach nur an die Schnittstelle ansteckt und dann kann man sich mit seinem Handy verbinden und die Daten auslesen. Finde ich nicht so toll, wenn man halt immer ein Handy irgendwie braucht. Oder es gibt fertige Geräte, sind so wie Mini-Diagnosegeräte und die kann man einfach anstecken. Die haben gleich ihr eigenes Display, ein eigenes Bedienteil, eine autonome Stromversorgung und sowas habe ich mir angeschafft und das zeige ich euch jetzt mal im Detail. Ja, und wie ihr auch schon im Videotitel gesehen habt, es geht um dieses Scan-Gorge. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber wahrscheinlich nicht. Und zwar das Scan-Gorge 2 ist das. Besteht aus folgenden Sachen. Und zwar einmal den Stecker, wo wir direkt ins Diagnosegerät oder in die Diagnoseschnittstelle uns einklinken können. Und dann ist es ein ganz normaler RJ45 Netzwerkstecker, der dann in das Bedienteil reinkommt. Also im Prinzip eine idiotensichere und kinderleichte Installation, um den ganzen Spaß in Betrieb zu setzen. Noch mit dabei war eine Schnellstartanleitung. Das Ganze ist natürlich in Englisch. Ne? Das ist ein Produkt, was nicht so oft verkauft wird wahrscheinlich. Da interessieren sich nicht so viele dafür. So ein paar Klebepads sind noch mit dabei, dass man das Teil irgendwo befestigen kann. Man kann das sicherlich auch ein bisschen schön ins Armaturenbrett einlassen, aber das interessiert mich jetzt weniger. Mir geht es um die Funktion. Und hier ist halt alles schön drin beschrieben in der Beschreibung. Und das Ganze ist auch relativ einfach auch zu benutzen. Selbsterklärend würde ich mal fast sagen. Ich würde sagen, wir bauen das Ding jetzt mal ein und dann sehen wir weiter. Und zwar das erste, was ihr finden müsst, ist die Diagnoseschnittstelle ODB2. In meinem Fall ist die hier hinter dieser Klappe versteckt. Machen wir einfach ab. Da ist dann auch der Sicherungskasten. Und hier haben wir die ODB2-Schnittstelle. So, und da stecken wir jetzt einfach unseren Stecker dran und das war's schon. So, ich habe den ganzen Spaß jetzt so eingebaut, dass er einfach hier direkt vorm Tacho ist. Auf der Schutzumwandlung vom Lenkrad hier quasi draufgeklebt mit doppelseitigem Klebeband. Reicht mir zu, das muss für mich nicht besonders schön sein, das muss funktionieren. So, dann starten wir mal den Motor und gucken, was passiert. So, und da geht's schon los. Wenn man auf die rote Taste unten rechts drückt, dann landet man sozusagen im Hauptmenü. Und hier kann man jetzt diverse Sachen einstellen. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf Setup klickt, kann man jetzt hier die verschiedenen Einheiten einstellen. Also zum Beispiel die Währung, was für ein Fahrzeugtyp man hat, also ob das ein Diesel, Benziner oder ein Gasauto ist, wie viel Tankinhalt quasi vorhanden ist, was man für einen Motor hat, was man für eine Einheiten möchte bei Kilometer, beim Luftdruck, bei der Temperatur und so weiter. Kann man hier alles einstellen. Man kann auch im Menü die
Helligkeit von dem Display ändern. Das leuchtet im Prinzip immer. Man kann sagen, welche Helligkeitsstufe man haben möchte und welche Farbe man haben möchte. Finde ich spitze, weil wenn das Ding nicht beleuchtet wäre, würde es eigentlich viel nützen. Also man kann hier unzählige Sachen einstellen. Man kann damit auch zigtausend Werte aufzeichnen lassen beim Fahren. Was auch noch ganz interessant ist, man kann den Fehlerspeicher löschen. Also wenn man einen Fehler im Motorsteuergerät hat, kann man den Fehler rauslöschen oder auslesen und gucken, was defekt ist. Allein das ist schon eine super Sache, finde ich. Für mich interessant ist dieses Gorge. Wenn ich hier drauf drücke, kriege ich bis zu 4 Live-Werte angezeigt. Ich habe mir jetzt hier einfach ausgewählt die Spannung von der Batterie, den Turboladerdruck und den Lastzustand vom Motor. Und natürlich ganz wichtig die Kühlwassertemperatur. Deswegen haben wir den ganzen Spaß ja gemacht. Das Schöne ist auch, wenn ich die Zündung anmache, geht direkt dieses Display an. Ich muss da nichts jedes Mal einstellen. Und ich habe direkt die Anzeige von den Werten. Ja Leute, sieht man ja auch schön beim Fahren, wie das funktioniert. Wenn ich Gas gebe, geht der Turbodruck hoch. Das haut wunderbar hin. Auch der Lastzustand geht hoch, Kühlwassertemperatur. Absolut genial, bin begeistert. Ja Leute, also wie ihr gesehen habt, überhaupt kein Problem. Das bekommt jeder hin. Das Teil funktioniert an allen Autos, die eine ODB2-Schnittstelle haben. Also quasi eigentlich fast jedes Fahrzeug. Und das Tolle ist noch, man kann nebenbei auch das Steuergerät komplett auslesen, also sprich auch die Fehlercodes, wenn man Fehler irgendwo drin ist. Die Motorsteuerungslampe geht zum Beispiel an, kann man mit dem Teil selbst schnell und unkompliziert auslesen, was das für ein Fehlercode ist. Oder kann den Fehlerspeicher sogar löschen und gucken, ob der Fehler erneuert auftritt, also das Ganze auch ohne Werkstatt. Man muss natürlich wissen, was man tut, es ist aber relativ einfach und selbsterklärend. In der Anleitung ist auch ansonsten alles gut beschrieben. Man bekommt im Internet viele Infos zu dem Teil. Es gibt auch billigere Hersteller. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe mir zuerst so ein billiges gekauft fürs Handy. Das hat überhaupt nicht richtig funktioniert, hat sogar manchmal einen Fehler im ESP-Steuergerät ausgelöst. Dieses Teil ist absolut problemlos, ist zwar teuer, aber ist sein Geld wert und man wird viele Jahre daran Freude haben und kann es für verschiedene Fahrzeuge mitnehmen. Ich sehe es als Werkzeug, dass man damit auch, wie gesagt, am Motorsteuergerät was machen kann und dass man sich auch die Daten auslesen lassen kann. Tolles Teil. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet damit ein bisschen was anfangen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.